Das schmeckt niemals. The back and forth has got me so messed up, don't ignore. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem Video an der Mosel. Ich fahre jetzt ein bisschen mit dem Fahrrad hier rum und da hole ich euch gerne mit. Geplant ist ein bisschen Richtung Dreis zu fahren, noch weiter wie Dreiskaden. Das ist dann hinten vielleicht über die Brücke rüber und dann auf der anderen Seite über Moselkern wieder zurück. Verkabelt habe ich mich jetzt hier, ich höre ein bisschen Musik unterwegs, mal gucken, wie das funktioniert. Ganz leicht natürlich, also nicht zu laut und mal sehen, wie die Straße ist. Im Moment ist viel Verkehr da. Ich muss mal sehen, wie mir das gefällt. Das ist ja alles mal so ein bisschen testen hier, wie die Fahrradwege hier sind. Also sie werden eigentlich gut genutzt hier an der Mosel, aber ich bin da so noch nie so weit gefahren. Ich fahre lieber mit dem Motorrad und das machen wir demnächst auch wieder. The signs we've had enough of the whole damn thing that we got going. So, 2 Kilometer gefahren, also das ist schon sehr heftig. Ich bin nicht gewöhnt, eine komplette Fahrspur zu haben. Naja, es ist viel Verkehr, später Freitagnachmittag. Da kommen dir dann Leute entgegen, die fahren doppelspurig. Wo soll ich dann noch fahren, wenn 2 Leute dir nebeneinander entgegenkommen? War eben da hinten auf der Strecke. Naja, also eine der blödesten Strecken, glaube ich. Hier, das irgendwie fällt mir alles so gar nicht. Ich fahre jetzt hier in 30 über die Brücke und dann geht es auf der anderen Seite weiter. Gutes Stück gefahren, etwa 1 Stunde gefahren. Ich glaube, ich habe jetzt 2 bis 3 Kilometer erst hinter mir. Also ich bin ganz fleißig am Filmen. Mehr am Filmen wie am Fahren. Und ich muss sagen, das ist ziemlich laut. Also wenn ich fahre, nochmal Ohrenstöpsel-Methode oder irgendwie Musik drauf, ich weiß es nicht. Auch die Motorradfahrer, die knattern da rum, also das ist extrem laut. Wenn man selber Motorrad fährt, hat der Helm, hört man das ja nicht. Aber wenn du da mit der vorbeifährst an der Harley Davidson, das ist ja ein schön. Krass, in der Grunde hört man sogar. Ich trinke jetzt mal was, ich wollte eigentlich schon einen Kaffee kochen. Aber bei der Hitze, den Hintergrund, Moselkern, mit dem Schiff. Und ich trinke mir jetzt mal ein, aber einen Kaffee koche ich mir nicht, das ist mir zu warm. Dann geht es da hinten weiter. Ja, das Schiff, das wurde eben geschleust, in Müden an der Staustufe. So Freunde, ich bin in Brodenbach angekommen, in der Yachthafen. Nochmal. So Freunde, ich bin in Brodenbach angekommen am Yachthafen. Jetzt mache ich mal eine kleine Pause. Ich bin gut durchgekommen, also hätte ich nicht gedacht. Zumal hilft mir auch viel die Musik, die ich hier laufen habe.
Also ihr wollt nicht wissen, was da läuft. Also da läuft schon die Musik, ey, schon sehr krass. Alles durchgemischt, 3000 Lieder und so, also schon krass. Ich mache jetzt hier eine kleine Pause und dann fahre ich mit der Yacht weiter, ne, Quatsch. Da hinten muss die Brücke sein, dann geht er hinten wieder auf der anderen Seite runter. Eine kurze Ansage auf der Brücke, nicht am Schiff, sondern an der Moselbrücke. Ja, ja, ist viel Action. Also ich wechsle jetzt mal das Objektiv und dann gibt es weitere schöne Aufnahmen. Und nochmal schöne Grüße an Autor Sebastian. Der läuft ja auch immer hier nach Mosel gerne rum. Aber er läuft, ich fahre mit dem Fahrrad. Aber die Kilometer gingen schnell rum, muss man ehrlich sagen. War schon trocken im Mund. Boah, ich muss mal trinken. Aber sehr nice hier wieder. Hat sich gelohnt. Und jetzt geht die ganze Tour wieder zurück. What's all this for? It's got me turned around, but I can't ignore the feelings that I found in this whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. So Leute, ich bin jetzt schon weitergefahren, wie ich gedacht habe. Bin schon bald wieder zurück. Ohne Musik wäre das gar nicht die Gange, die Tour. Was mach ich mir jetzt? Mach ich mir den Kaffee noch hier schön in Müden an der Mosel. Jetzt mal kochen an der Mosel. Kochen an der Mosel, kochen an der Mosel. Egal, wieder hier. Brauch ich noch gar nicht. Ja, jetzt wollte ich Wasser holen, habe ich aber vergessen. Das muss halt hier. Kaffee, Apfelschorle, aller Apfelschorle. Kaffee, das schmeckt niemals. Wieder was ganz Neues, mal testen. Vielleicht schmeckt das aber auch geil, ich weiß es nicht. So. Ein Feuer suchen. Dann flämmen wir das Ding mal an hier. Das knallt. Sind wir viel drin, glaube ich. Apfelschorle, die kocht. Schmeckt doch niemals. Nein, mein Gas ist leer. Nicht dein Ernst. Da war dann aber drin, wo ich geschüttelt habe. Alter, was ist hier los? Puh. Alter, was wird das für ein Fuck-Kaffee jetzt? Das wird nie was. Ja, was ist das? Falsche Tasche. Boah. Kochende Apfelschorle. Scheiße, was habe ich gemacht? Das schmeckt doch niemals. Oh, Scheiße, ey. Darf man ganz sagen hier auf YouTube. Aber ist so. Oh shit. Oh, hey, das muss ich in der Titel, glaube ich, reinschreiben. Apfelschorlenkaffee. Das schmeckt doch niemals. Schon heiß, warm, das reicht. Mal aufdrehen bisschen. Schmeckt nicht. So, Ende Gelände. Sieht aus wie Pisse, ey. Hab ich schon nie gesoffen, so eine Kacke, ey. Oh no. Schau mal ein bisschen näher. Oh no. Nichts zum Rühren hier, hey, das Ding, ey, scheiß drauf. Oh ne.
Ja. Schmeckt irgendwie, als ob da Wein drin wäre oder so. Gegärt oder so. Aber geht noch. Aber nur zur Not. Bisschen süßlich schmeckt das jetzt noch. Oh je, oh je. Der Apfelschorlenkaffee. Ich werde bekommen. So Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Also für mich war das echt eine krasse Tour. Ich fahre sogar jetzt noch ein Stückchen weiter. Vielleicht seht ihr dann im nächsten Video, aber mein Speicher ist voll. Vielen Dank für die Kommentare schreiben. Das freut mich immer wieder sehr. Guckt euch gerne mal in anderen Videos hier an. Die Sonne ist so schön am Schein hier. Macht's gut und bis bald. War echt eine geile Tour. Ciao.